democracy is always threatened. Die Demokratie ist immer bedroht. Demokratie ist nichts Gottgegebenes und fällt nicht einfach vom Himmel. Dafür muss man arbeiten, die ganze Zeit. Jede Generation muss sich neu dafür einsetzen, die Demokratie zu verteidigen. Das letzte Interview von Stieg Larsson, kurz vor seinem Tod. Larsson, der Mahner, der sich zeitlebens einmischte, unbequeme Wahrheiten aussprach. Als investigativer Journalist genauso wie als Krimi-Autor. Stieg war ein Mann mit vielen Idealen. Er war absolut überzeugt, dass alle Menschen gleich sind und dass man immer gegen die aufbegehren muss, die das verneinen. Er sah die dunklen Seiten Schwedens und hatte keine Angst, darüber zu sprechen. Er hatte keine Angst, damit umzugehen. Über diese dunkle Seite Schwedens hat Stieg Larsson der Welt berichtet. Im wirklichen Leben und in der Fiktion seiner Krimis. Seine Millennium-Trilogie mit den Helden Lisbeth Salander und Mikael Blomqvist wurde zum Welterfolg und gleichsam zu einem düsteren Vermächtnis. Wer war dieser Stieg Larsson? Stieg Larsson kam aus dem Norden Schwedens, aus der Provinz Västerbotten. Sein Vater Erland lebt noch heute dort. Es ist eine einsame, stille Gegend mit wenig Menschen und nur kleinen Dörfern. Hier hat die Familie Larsson ihr Sommerhaus, umgeben von idyllischer Landschaft. Die perfekte Schwedenkulisse mit langen, harten Wintern und hellen Sommernächten. Bullerby-Romantik. Eine Umgebung, in der Stieg Larsson die Ruhe und Abgeschiedenheit fand, die er zum Schreiben brauchte. Hier hat er immer gesessen und an seinem Computer geschrieben. Mindestens eine Woche im Jahr. Nachts war er immer wach. Dann arbeitete er am liebsten. Er wollte allein sein, ungestört, wenn er schrieb. Im Krimi wird der Journalist Mikael Blomqvist zu Stiegs alter Ego, Larssons tatsächliche Heimat zum Schauplatz für den Roman und eine einsame Hütte zum Unterschlupf für den Helden. Von hier aus recherchiert er die Abgründe der schwedischen Gesellschaft. Seine Verbündete im Buch wird Lisbeth Salander, eine Außenseiterin, eine Einzelgängerin mit dunklem Geheimnis, aber ausgestattet mit vielen Fähigkeiten. Larsson macht seine Figur Lisbeth wohl zu einer erwachsenen Pippi Langstrumpf. Eine, die sich nichts mehr gefallen lässt. Stieg Larsson verbringt seine frühe Kindheit bei den Großeltern. Vater und Mutter sind noch in der Ausbildung. Deshalb wird der Großvater Severin Boström zur wichtigsten Bezugsperson. Der Industriearbeiter ist überzeugter Kommunist. Von ihm lernt der junge Stieg viel über Politik und über Schwedens einzigartige Natur. Als Stieg am 15. August 1954 geboren wird, sind seine Mutter Vivian und Vater Erland gerade 19 Jahre alt. Er macht in Stockholm eine Lehre zum Dekorateur im Einzelhandel. Eine Wohnung für die kleine Familie kann sich das junge Paar dort nicht leisten. Deshalb lebt Stieg bis zu seinem 8. Lebensjahr in Björsele. Bei den Großeltern. Eine kleine, heile Welt. Natürlich war es traurig, dass wir nicht die Mittel hatten, um für alles zu sorgen. Wir waren zu jung und hatten keine vernünftige Wohnung. Aber er hatte hier eine gute Zeit. Es ging ihm hier viel besser als mit uns in einem Zimmer in Stockholm. Viele Schwedenkrimis spielen in der Provinz. Und auch Stieg Larssons erstes Buch Verblendung spielt dort, beginnt in der Landschaft seiner Kindheit.
Reporter Michael Blomqvist soll die Nichte des Industriellen Wanger finden, die unter mysteriösen Umständen verschwunden ist. Ein Auftrag, der Blomqvist zurück in die eigene Kindheit versetzt, als er den Sommer ohne Eltern verbringt. Auch als die Eltern Erland und Vivian nach Umeå und näher zu Stieg ziehen, bleibt die Familie getrennt. Umeå mit seinen 75.000 Einwohnern ist die größte Universitätsstadt im Norden Schwedens. Noch müssen sich seine Eltern mit einem Zimmer zur Untermiete begnügen. 1957 wird sein Bruder Joachim geboren. Als Großvater Severin Jahre später an einem Herzinfarkt stirbt, zieht Stieg mit Großmutter Thekla zu seinen Eltern nach Umeå. In der Schule sind Zeichnen und Aufsatzschreiben seine Lieblingsfächer. Schon da ergreift er oft Partei für Schwächere und liefert sich engagierte Diskussionen mit seinen Lehrern, gerne über politische Themen. Vivian und Erland Larsson engagieren sich für die Sozialdemokraten. Er zeichnet und schreibt Artikel für die Parteizeitung. Sie ist Mitbegründerin des ersten Gleichstellungskomitees und sitzt im Stadtrat. Vater und Bruder Larsson verwalten heute Stiegs Nachlass. Fördern damit politische Projekte, ganz im Sinne Stiegs. Politisch stand er weiter links als wir, seine Eltern, leider. Ich erinnere mich, als er 14 war, hatten wir eine politische Diskussion. Und er hat mich besiegt. Ich fand einfach kein Gegenargument mehr. Durchsetzungswillen und Ausdauer hatte Stieg Larsson schon immer. In den 60er Jahren lebte die Familie Larsson in diesem Haus. Schon damals zeigte sich Stiegs Talent, Geschichten zu schreiben. Er schrieb immer in ein Buch, wir sahen das. Krimi-Geschichten für Kinder. Meine Frau und ich haben ihm dann eine Schreibmaschine geschenkt. Dann hat er einfach nur noch geschrieben. Die Schreibmaschine war so laut. Es hat mir nichts ausgemacht, dass Stieg abends immer geschrieben hat. Nur nachts, da konnte ich nicht schlafen. Stieg schien keinen Schlaf zu brauchen, nur ein paar Stunden. Ich brauchte mehr. Die Wände waren so dünn. Man hat ihn immer schreiben gehört. Seine Mutter und ich hatten das gleiche Problem. Da haben wir ihm noch einen Raum gemietet, im Keller. Politisch beim Kommunistischen Arbeiterbund engagiert, ist Stieg schon mit 14 Jahren akribisch und versessen bei der Arbeit. Charaktereigenschaften, die sich bei Michael Blomqvist, der Romanfigur, wiederfinden. Im Film bleibt keine Spur auf der Suche nach dem verschwundenen Mädchen unverfolgt. Und auch der echte Stieg Larsson ist unter den Kollegen für seine intensiven Recherchen bekannt. In den frühen 70er Jahren überschattet der Vietnamkrieg die Weltpolitik. Auch im beschaulichen Umeå geht die Jugend auf die Straße. Auf einer Demonstration lernt Stieg Eva Gabrielsson kennen. Sie wird seine Lebensgefährtin. Stieg schreibt erste Artikel für die linke Zeitschrift Internationalen. Er war eher introvertiert. Sein Talent sah er selbst mehr im Schreiben. Er konnte vor allem Fakten recherchieren, Informationen und Fakten finden über Zusammenhänge, die selten von linken Reportern und Journalisten betrachtet wurden. Das war auch ein bisschen sein Credo. Er war sehr ehrgeizig. Er konnte sehr konzentriert und fokussiert auf eine Sache sein und Artikel schreiben. Er war nie ein Aktivist, der öffentlich in Erscheinung trat. Who was extremely visible.
Im Mai 1973 wird die schwedische Öffentlichkeit von einer Geheimdienstaffäre erschüttert. Die unabhängige Kulturzeitung Folket i Bild veröffentlicht eine Enthüllungsgeschichte der Journalisten Peter Bratt und Jan Guillou. Darin geht es um eine geheime Abteilung innerhalb der schwedischen Sicherheitspolizei, IB genannt, das Informationsbüro. Diese geheime Einheit hat Linksabweichler bei der Sozialdemokratischen Partei und Gewerkschaftsmitglieder überwacht und ausspioniert. Die Berichte gehen am Parlament vorbei, direkt an einige wenige Minister der sozialdemokratischen Regierung. Und das in Schweden, Vorbild für eine moderne, sozial geprägte Gesellschaft. Die bekommt plötzlich eine hässliche Seite. Und Schwedens international angesehener Ministerpräsident Olof Palme? Er will nichts gewusst haben. Auch nicht, dass die Geheimpolizei Agenten in palästinensische Organisationen einschleust und die Informationen an den israelischen Geheimdienst weitergibt. Oder Vietnam-Deserteure, die in Schweden Asyl suchen, an die CIA verrät. Ein Skandal und Stoff für Verschwörungstheorien. Larsson baut das in seinen Millennium-Thriller ein. Als ich den dritten Teil gelesen habe, habe ich viel von der IB-Affäre wiedererkannt. Ich denke, ohne diese Affäre hätte er die Geschichte nicht so schreiben können. Sie wäre völlig unglaubwürdig gewesen. So aber spielen verschwörerische Geheimagenten auch in Larssons Büchern mit. Ältere Herren, die die Macht über Politik und Staat an sich reißen wollen, die Demokratie in Gefahr bringen. Zeitpunkt war das. Das musst du rausfinden. Du großer Gott. Ihr wisst, was passiert ist. Das ist vielleicht ein verdammtes Chaos. Uns hat man bisher nichts bestätigt. Das ist alles planmäßig abgelaufen. Soll ich vielleicht Kaffee bringen oder sonst etwas? Nein, jetzt nicht, jetzt nicht. Ich bin ab sofort wieder im Dienst. Ich übernehme wieder die operative Leitung so lange, bis die Krise überwunden ist. Unsere Aufgabe ist es nun mal, Entscheidungen zu treffen, welche kein anderer zu treffen wagt. Vor allem die Politik nicht. So einfach ist das. Wenn ich 19 Jahre alt gewesen wäre, also diese Geschichte hat in Schweden große Wellen geschlagen, als sie passierte. Und das zog sich lange hin. Es begann im Mai 73 und ging bis Dezember 73 mit täglichen Schlagzeilen. Jemand wie er, 18, 19 Jahre alt, muss das genau verfolgt haben. Damals werden weder die verantwortlichen Minister noch die Mitarbeiter des IB juristisch zur Verantwortung gezogen. Aber der Reporter Peter Bratt und der verantwortliche Redakteur Jan Guillou wegen angeblicher Spionage zu Gefängnisstrafen verurteilt. Im Film trifft es gleichfalls Michael Blomqvist. Für seine kritische Berichterstattung muss er sich vor Gericht verantworten. Im Prozess Wennerström gegen Millennium wird der Angeklagte Michael Blomqvist in 6 von 8 Anklagepunkten wegen Verleumdung für schuldig befunden. Der Angeklagte wird zu 3 Monaten Gefängnisstrafe sowie einer Schadenersatzzahlung von 150.000 Kronen an Hans-Erik Wennerström verurteilt. Im Oktober 1973 fordern 11.000 Demonstranten die Freilassung der Journalisten. Doch es soll noch Monate dauern, bis sie wieder auf freiem Fuß sind. Für die junge Generation und die jungen Journalisten waren wir die Helden. Die Welt ist im politischen Umbruch und Stieg Larsson auf Abenteuersuche. Die afrikanischen Befreiungskriege wecken seine Neugier. 1977 reist er nach Eritrea. Die Provinz kämpft um ihre Unabhängigkeit von Äthiopien. Stieg schafft es in die Ausbildungslager der Guerilla. Er trifft auf eine Armee, die zu rund 1/3 aus jungen Frauen besteht. Stieg wird zum Militärausbilder, lehrt den Umgang mit Granatwerfern. Das hat er in seinem Militärdienst gelernt. Das Selbstbewusstsein der jungen Soldatinnen beeindruckt ihn und dass die jungen Frauen in Eritrea gleiche Rechte und Pflichten haben. ...1981 bewegt Stieg und seine Lebensgefährtin Eva Gabrielsson eine andere Revolution. Die beiden gehen auf Studienreise nach Grenada. Im Karibikstaat errichtet 1979 die Revolution des New Jewel Movement, ein sozialistisches System.
unter der Führung von Maurice Bishop. Euphorisch berichtet Stieg in der Zeitschrift Internationalen von den revolutionären Errungenschaften des kleinen Inselstaates vor der Haustür der USA. Die Reagan-Regierung fürchtet ein zweites Kuba. Als die Revolutionäre untereinander über den künftigen Kurs streiten und es zum Putsch kommt, nehmen die USA die Insel ein. Es war die gleiche Auseinandersetzung, ob in Eritrea, der Karibik, in Schweden, Umeå oder Stockholm. Es war nicht verwunderlich, dass er das tat. Es war für ihn logisch, die Auseinandersetzung mit Imperialismus und Unterdrückung in anderen Teilen der Welt zu unterstützen. Die Revolution auf Grenada, dieser Karibikinsel, ereignete sich auch 1979, beinahe zur gleichen Zeit wie die Sandinista-Revolution in Nicaragua. Aber keiner hier in Schweden hatte jemals von Grenada gehört. Stieg und Eva ziehen nach Stockholm. Im Vorort Rinkeby haben sie ihre erste gemeinsame Wohnung. Rinkeby entwickelt sich schon Ende der 70er Jahre zu einem Stadtteil mit vielen Migranten und entsprechender kultureller Vielfalt. Stieg jobbt bei der Post, hofft Journalismus studieren zu können. Durch Zufall bekommt er 1979 eine Anstellung bei der Nachrichtenagentur TT, Tittningarnas Telegrambüro. Doch nicht in seinem Traumberuf Reporter. Er wird Nachrichtengrafiker. Er hat alle möglichen Karten und Illustrationen für Hintergrundberichte gemacht, wie zum Beispiel hier das Hubble-Teleskop und viele andere astronomische Illustrationen. Diese zum Beispiel über die Venus. Er hatte auch ein starkes Interesse an Science Fiction. So, he was very interested in astronomy and science fiction and so on. He was very correct. He tried to Er war sehr korrekt. Er war so akkurat wie möglich. Das ist ein Muss bei uns. Als Nachrichtenagentur muss man immer sehr genau sein. Die Geschichten müssen stimmen. Try to be accurate. Our story should always be correct. Doch der Job bei TT füllt Stieg nicht wirklich aus. Längst hat er ein neues Interessensgebiet. Kunsträdgården, Stockholm. Seit Anfang der 70er Jahre veranstalten rechtsextreme Gruppen Kranzniederlegungen an der Statue König Karls XII., einem erklärten Nationalisten. Der schwedische Rechtsextremismus wird für Stieg mehr und mehr zum Thema. Er veröffentlicht das Buch Der ewige Hass. Die Nazi-Szene hier in Schweden wuchs schon seit den 80ern. Es gab eine neue Generation von jungen Aktiven, viele Skinheads. Skinheads, die die schwedische Flagge schwenken und rufen, Schweden bleibt schwedisch und so etwas. Bei Aufmärschen der Neonazis recherchiert Stieg Larsson an vorderster Stelle. Mit Anna-Lena Lodenius schreibt er das Standardwerk über die extreme Rechte in Schweden, Extremhögern, und deckt deren internationale Verbindungen auf. Als wir dieses Buch Anfang der 90er schrieben, gab es viele Verbindungen zwischen Rechtspopulisten und Neonazi-Gruppen. Schwedens braunes Netzwerk findet sich auch im Buch Verblendung. Da wohnt mein Bruder Harald. Man kann nicht behaupten, dass wir uns besonders gut verstehen. Ihre Brüder Rikard und Harald sind in den 30er Jahren in der Furugards-Bewegung gewesen. Ah, das wissen Sie alles schon. Gottfried war in der Hitlerjugend. Also, sie waren alle drei Nazis. Ja, fanatische. Rikard ist im finnischen Winterkrieg gefallen. Und Harald ist jetzt ein alter, verbitterter Mann. Er zeigt sich selten. Larsson setzt sich intensiv mit der rechtsradikalen Szene auseinander.
Bald ist er einer der international gefragtesten Experten für rechtsradikale Netzwerke. Und beschreibt den Kurswechsel der schwedischen Rechten. Das Schmuddel-Image wird abgelegt, die Rechten wandeln sich zu den Schwedendemokraten. Eine Gruppe hatte Stiefel und Uniformen angezogen und wurde die aktuelle Nazi-Bewegung. Die andere Abteilung warf sich in Anzug und Krawatte, ließ sich von Jean-Marie Le Pen inspirieren und bildete eine politische Organisation, die heute als Schwedendemokraten bekannt ist. 1995 gründet Stieg Larsson im 7. Stock dieses Gebäudes eine Zeitschrift, Expo. Mit einigen Gleichgesinnten will er fortan über die Aktivitäten der rechtsextremen Szene berichten. Die Redaktion hat ein Hauptziel: die Demokratie und freie Meinungsäußerung gegen rassistische, rechtsextreme und totalitäre Ideologien zu verteidigen. Auch wenn es an Geld mangelt und die Zeitung oft vor dem Finanziellen aussteht. Durchhaltevermögen und Wille von Stieg Larsson sind groß. Es ist viel einfacher, etwas Negatives zu verbreiten, Hass zu schüren. Wir werden heute schlechter bezahlt, weil die Schwarzen kommen und uns die Jobs wegnehmen. Das ist eine sehr einfache Sicht der Dinge. Es ist leichter, ein Flugblatt mit so einer Parole zu drucken, und es ist sehr schwierig, dagegen zu argumentieren. Die Demokratie muss Mittel finden, der Propaganda der extremen Rechten zu begegnen. The propaganda of the extreme right. Und wie beim Magazin Expo geht es beim fiktionalen Pendant Millennium immer um den Einsatz für die Demokratie. Das heißt, eine Woche vorher müssen wir in Druck gehen, allerspätestens. Dann sag mir mal, wie das gehen soll. Wir müssen uns die Arbeit teilen. Also, du und Marlin, ihr schreibt über den Hintergrund von Teleborian. Eine kleine Geschichte über St. Stefan. Ich will so um die 30 Seiten haben. Ist das okay? Ja, würde ich sagen, ja. Okay. Und alles, was die Demokratie gefährdet. Brutale Gewalt, Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und rechtsextreme Propaganda werden von Larsson und Expo öffentlich angeprangert und verurteilt. Die Sache mit dem Rassismus ist die, er ist austauschbar. Man kann die eine Gruppe von Menschen gegen eine andere austauschen. Jeden, der die Kultur, die Stabilität oder Freiheit zu bedrohen scheint. Das hat sich immer wieder verändert. Die diskriminierte Gruppe ändert sich, aber das eigentliche Ziel der Propaganda, der eigentliche Zweck der Organisation, ist der Kampf gegen die Demokratie. Inzwischen wird Expo von der Familie Larsson finanziell unterstützt. Daniel Pohl ist Stieg Larssons Nachfolger als Expo-Chefredakteur. Auch er hat undercover im rechten Milieu recherchiert. Ich traf Stieg zum ersten Mal 2001. Er schrieb damals an dem Buch über die Schwedendemokraten, eine rechte Partei, zusammen mit seinem Kollegen Michael Ekman. Während des Schreibens zerbrach die Partei und eine neue Gruppe, die Nationaldemokraten, wurden gegründet. Sie wussten nicht so viel über diese neue Partei und ich wurde für 2-3 Monate Mitglied. Ich infiltrierte die Partei und habe alles an Michael und Stieg berichtet. Daraus wurde ein Kapitel in dem Buch. Oft sind die Expo-Reporter große Risiken eingegangen. Der Verleger des Buches Die Schwedendemokraten, Jan-Erik Pettersson, hat diese Zeit hautnah begleitet. Viele seiner Erlebnisse in einer politischen Biografie über Stieg Larsson zusammengefasst. Es gibt immer ein Risiko, wenn man sich mit den extrem Rechten beschäftigt. Wir haben natürlich oft die Sicherheitsfragen diskutiert und Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Stieg war sehr erfahren damit und wusste viel darüber. Daniel Pohl wurde erklärt, was er tun und was er besser lassen sollte. Es war immer jemand von Expo in der Nähe, den er anrufen konnte, wenn es irgendein Problem gab.
was any kind of trouble. Doch nach nur 3 Ausgaben wird Expo zum Ziel von rechtsradikalen Aggressionen. Die Fenster von Verkaufsstellen werden eingeschlagen. Es gibt Drohungen gegen die Druckerei. Im Juni 1999 wird Expo-Autor Peter Karlsson bei einem Anschlag schwer verletzt. Eine Autobombe explodiert, als er mit seinem 8-jährigen Sohn einen Ausflug unternehmen will. In Larssons Welt werden unliebsame Journalisten zur Zielscheibe. Auch er selbst wird mehrfach bedroht, was zu erheblichen Beeinträchtigungen seines Privatlebens mit seiner Lebensgefährtin Eva Gabrielsson führt. You have to take your own precautions. Man muss seine eigenen Vorsichtsmaßnahmen treffen. Man muss ein sicheres Zuhause finden. Man muss es absichern. Man muss so anonym wie möglich bleiben. Ich habe nie jemandem auf der Arbeit erzählt, mit wem ich zusammenlebe. Ich habe nie Arbeitskollegen zu mir nach Hause, zu Partys oder Essen eingeladen. Wir waren auch nicht verheiratet, damit Stieg in den öffentlichen Registern anonym oder unverheiratet war. Diese Register nutzen die extremen Rechten, um Listen ihrer Feinde zu machen. Und die notieren alles. Vorsichtsmaßnahmen, die nicht unbegründet sind. 1999 wird der Gewerkschaftsvertreter Björn Söderberg erschossen. Er wollte einen aktiven Nazi aus der Gewerkschaft ausschließen. Im gleichen Jahr nutzen 2 inhaftierte Nazis eine Theateraufführung zur Flucht, rauben eine Bank aus und erschießen dabei 2 Polizisten. In Nazi-Magazinen picken sie einzelne Journalisten heraus, zeigen sie im Fadenkreuz eines Zielfernrohrs und schreiben, man soll diesen Journalisten an die Wand stellen, weil er einen unvorteilhaften Artikel gegen die Nazi-Organisation geschrieben hat. Das ist Politik durch Bedrohung und Einschüchterung. Die Nazis sind die einzige politische Kraft, die ein solches Verhalten propagiert. Diese Anschläge bleiben nicht ohne Wirkung in der schwedischen Öffentlichkeit. Kurz nach den Attentaten kommt es zu einer gemeinsamen Aktion der führenden schwedischen Zeitungen. Die 4 größten Zeitungen Schwedens brachten einen großen Artikel über die Nazi-Szene in Schweden, ohne Signatur. Dabei wollten sie etwas für die Demokratie tun. Das war traurig. Es zeigte, wie verängstigt die Leute waren. Normalerweise wird alles signiert. Sie wollen ihren Namen sehen und erkannt werden. Diesmal nicht, weil sie Angst hatten. Wir sind die Mehrheit. Wir sind nicht die Bedrohung. Wir glauben an die Demokratie und sollte ich Angst haben, mit meinem Namen zu unterschreiben, weil ich Demokrat bin? Nein, so nicht. Wir entschlossen uns, offen zu sein und den Leuten zu zeigen, dass man sich wehren muss. Michael Ekman und Stieg Larsson setzen ihre Recherchen über die Schwedendemokraten unbeirrt fort und veröffentlichen ein Buch über die neue Rechte. So wie Michael Blomqvist im Spielfilm Der Spur der Gewalt folgt, so untersuchen Larsson und Ekman die ideologischen Wurzeln der Partei bis zurück zu den Altnazis. Wir schwedischen Nationalsozialisten dürfen uns in der arischen Rasse nicht verlieren. This party, that is. Diese Partei, die immer noch sehr aktiv ist gegen Einwanderung und kulturelle Vielfalt, gehört zu einer bestimmten politischen Tradition, die ihre Wurzeln in den 20er Jahren hat. Das ist eine extrem nationalistische und faschistische Tradition, die sich bis in die Gegenwart fortsetzt. Im Herbst 2010 schafft es die rechte Partei, in den schwedischen Reichstag einzuziehen.
Stieg Larsson hatte jahrelang genau davor gewarnt und eine politische Auseinandersetzung gefordert. Man kann politische Überzeugungen nicht mit Verboten bekämpfen. Das ist unmöglich. Der einzige Weg, einer politischen Kraft zu begegnen, ist mit politischer Opposition. Es geht darum, die Auseinandersetzung auszutragen, Wort für Wort. Haben Sie das nicht etwas genauer geordnet? Wenn Sie Glück haben, liegen die Sachen halbwegs in der richtigen Reihenfolge. Blomqvist und Salander, ein starkes Duo. Zwei Individualisten kämpfen mit Beharrlichkeit und Besessenheit für die gute Sache. Das zeichnet Larssons Hauptfiguren aus. Dazu die gesellschaftskritische Analyse Schwedens. Beste Zutaten für einen ungewöhnlichen Erfolg. Ist er jetzt wieder auf der Jagd? Du meinst, wir sollten einbrechen? Kein Wunder, dass das renommierte Verlagshaus Norstedts in Stockholm zugreift. Verlegerin Eva Gedin war die Erste, die die Manuskripte des unbekannten Krimi-Autors Larsson zu sehen bekam. So, these are the manuscripts. Dies hier sind die Manuskripte, die Stieg Larsson mir schickte. Hier ist der Titel. So here have the title, Männer, die Frauen hassen. Man sieht, er hat sie sehr professionell gemacht. They're very neat. He made them. You can see. I told him after a while that I was quite. Nach einer Weile habe ich ihm gesagt, ich wäre mir unsicher mit dem Titel. Er war mir ein bisschen zu spröde und nicht der beste Titel für einen Kriminalroman. It sounded more like a non-fiction work. Für mich hörte er sich mehr nach einem Sachbuch an. Er sagte, gut, ich denke darüber nach. Als er darauf zurückkam, sagte er, eine Sache ist für mich kompromisslos. Das ist der Titel des ersten Buches. Du kannst andere Sachen ändern, auch die anderen Titel. Aber es ist mir wichtig, der Titel des ersten Buches lautet Männer, die Frauen hassen. Dann haben wir es so gelassen. Wenn sich ein Autor seiner Sache so sicher ist, sollte man darauf hören. Was machst du da, du blöde Fotze? Erschreckend nur die Brutalität. Hallo, fick dich doch, die blöde Fotze! Du miese Fotze! Ich sag dich ganz dich! Ich weiß noch, wie ich ihn nach den Verbrechen im ersten Buch fragte. Das sind ziemlich gewalttätige Verbrechen an Frauen. Ich fragte, ob er nicht doch ein wenig übertrieben habe, ob wir das nicht entschärfen sollten, um es glaubwürdiger zu machen. Aber er hat sehr genau erklärt, was er selbst in Polizeiberichten über ähnliche Verbrechen gelesen hatte. Er hätte nicht übertrieben. Er hat sicher verschiedene Fälle vermischt. Aber er sagte, weißt du, die Realität ist viel schlimmer. Und so wird die bittere schwedische Realität weltweit bekannt. Kurdo Baksi ist Freund und Weggefährte Stieg Larssons gewesen. Zeitweise hat er das Magazin Expo verlegt. Er weiß, warum sich Stieg Larsson so deutlich gegen Gewalt gegen Frauen aussprach. Bevor er seine erste Freundin traf, wurde Stieg Zeuge einer Vergewaltigung in einem Ferienhaus in Umeå in Nordschweden im Sommer 1968. Er sah, wie ein paar seiner Freunde ein 14-jähriges Mädchen vergewaltigten. Und er unternahm nichts, um ihr zu helfen. Als wir an dem Buch zum Feminismus arbeiteten, erzählte er mir die Geschichte. Nach ein paar Tagen fühlte er sich sehr schlecht. Er verstand einfach nicht, warum er dem Mädchen nicht geholfen hatte. Als er das Mädchen kurz darauf auf der Straße wieder traf, ging er zu ihr und sagte,
Ich möchte dich um Vergebung bitten. Ich hätte dir helfen sollen, aber ich habe es nicht getan. Ich fühle mich sehr schlecht damit. Das Mädchen sagte, ich werde dir nie vergeben. Du hättest mir helfen können, aber du hast dich für deine Freunde entschieden. Er macht Lisbeth Salander zum Racheengel, die sich aus Unterwerfung und Unterdrückung befreit und so zum Sinnbild des Widerstandes wird. Bind mich los, Lisbeth. Hörst du nicht? Bind mich los. Findest du es gut, so gefesselt zu sein? Oder fesselst du lieber andere? Fesselst du lieber andere, ja? Als in Schweden zwei brutale Frauenmorde geschehen, bezieht Stieg Larsson eindeutig Position. Die junge Kurdin Fadime Shahindal wird von ihrem Vater umgebracht, ein Ehrenmord. Und die junge Schwedin Melissa Nordell wird von ihrem schwedischen Ex-Freund ermordet. Er wollte damals ein Buch schreiben und darin zeigen, dass alle Gewalt gegen Frauen global und patriarchalisch ist und nichts mit einer bestimmten ethnischen Herkunft zu tun hat. Larssons Botschaft: Frauen, lasst euch das nicht mehr gefallen. Mann, scheiße. Das ist ja die kleine Salander-Schlampe. Du mieses Kleid. Dein Ernst? Lisbeth Salander ist hier aufgetaucht und hat ganz allein diese Motorradgang fertig gemacht? Wie? Ja, sie wird doch von Paolo Roberto trainiert. Paolo Roberto, den Boxer aus der Millennium-Trilogie, gibt es wirklich in Stockholm. Stieg Larsson hat ihm literarisch ein Denkmal gesetzt. Der ehemalige Boxweltmeister ist in Schweden berühmt dafür, nie aufzugeben. Im Film spielt er sich selbst. Einer, der es von ganz unten nach oben schafft. Ich war Anführer einer Gang in Stockholm. Die Polizei hielt mich für einen der drei gefährlichsten 18-Jährigen in Schweden. Ich bin dreimal angestochen worden. Ich hatte eine schlimme Zeit in meiner Jugend. Ein dokumentarischer Spielfilm erzählt die Geschichte seiner Jugend als Migrant in Schweden. Der Film hat Kultstatus und wurde zum Wendepunkt seiner Biografie. Paolo Roberto wurde zum Mann mit Prinzipien. Gewalt gegen Frauen gibt es überall. Das ist schlimm und wir müssen etwas dagegen tun. Besonders als Mann. Wir müssen wirklich zeigen, es ist nicht okay, eine Frau zu schlagen. Dann bist du kein Mann. In Larssons Trilogie bekommt er die Rolle des Retters. Er beschützt Miriam Wu, die Freundin Lisbeth Salanders, ein Migrant mit krimineller Vergangenheit, der die perfekte Integration in Schweden schafft. Also, wo ist sie? Verdammt nochmal, wen meinst du? Lisbeth Salander. Ich hab doch gesagt, ich weiß es nicht. Scheiß Antwort. Ich gebe dir jetzt noch eine Chance. Danach kriegst du die hier zu spüren. Es geht nicht darum, wo du herkommst. Es geht um deine Lebenssituation. In Schweden, wie überall sonst in Europa, gibt es große Probleme mit Integration, mit Leuten aus anderen Kulturen. Für ganz Europa ist es das größte Problem, das gelöst werden muss. Sonst werden China, Indien uns einfach überrollen. Wir müssen lernen, miteinander zu arbeiten und zu leben. Für Stieg Larsson ging es immer um den Kampf für das Gute.
Der Individualist, der von der Idee der Menschenrechte überzeugt und für den die Demokratie oberstes Ziel war. Verschwörung gegen Lisbeth Salander und Schwedens Demokratie. Das sieht aber wirklich gut aus. Kann man es nicht noch etwas deutlicher? Nein, ich finde das so sehr gut. Alles andere wäre doch zu plakativ. Die Demokratie ist immer bedroht. Demokratie ist nicht von Gott gegeben und fällt vom Himmel. Dafür muss man arbeiten. Die ganze Zeit. Jede neue Generation muss ein Interesse daran finden, die Demokratie zu verteidigen. Das ist kein festes System. Es hat nie Demokratie als ein festes System gegeben. Ja, die Demokratie ist bedroht. Der größte Teil Europas ist heute auf die eine oder andere Weise demokratisch. Aber wir wissen nicht, wie es in 20 Jahren aussieht. Bei Expo fühlt man sich dem politischen Vermächtnis Larssons verpflichtet, erst recht, nachdem seine Bücher in der ganzen Welt von einem ambivalenten Schweden erzählen. Sein Todestag ist den Kollegen bis heute in lebendiger Erinnerung. Ich war auf meinem Weg nach Stockholm, weil Stieg und ich an einer kleinen Broschüre für eine Ausstellung in einem Museum arbeiteten. Es ging natürlich um Rechtsextremismus. Stieg kam immer wieder ziemlich spät ins Büro, so nach dem Mittag. Der Aufzug war außer Betrieb, also musste er die Treppen bis in den siebten Stock nehmen. Er kam rein und hatte Atemnot. Er setzte sich und wir fragten, wie es ihm geht. Ihm war übel und er hatte Magenschmerzen. Als ich im Zug saß, riefen sie mich aus dem Büro an und sagten, Stieg wäre im Krankenhaus. Wir dachten an einen Herzinfarkt, so wie wir damals lebten und Stieg lange gelebt hatte. Wenig Schlaf, schlechte Ernährung, viel zu viel schwarzer Kaffee und zu viele Zigaretten. Es war nicht schwer zu erraten, das war ein Herzinfarkt. Als ich dann in Stockholm ankam, habe ich bald gemerkt, dass es wohl doch ernster war, als ich zuerst dachte. Eine Stunde später oder so kam der Anruf vom Krankenhaus, er sei gestorben. Er hat die Operation nicht überlebt. Das war ein Riesenschock für uns alle. Bis zuletzt ist sich Stieg Larsson treu geblieben. Als Mahner für das Gute. Ich denke, das Wichtigste, um die Demokratie zu stärken, ist, dass sich mehr Menschen aktiv politisch beteiligen. Es ist mir nicht wichtig, welcher Partei sie sich anschließen, aber dass sie aktiv werden in einer demokratischen Organisation, die in irgendeiner Weise eine bessere Gesellschaft fördert und versucht, sich antidemokratischen Tendenzen in Europa entgegenzustellen.